Jo, moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17. Ja, wir wollen Silo laden mit meinem schönen 514er und hier hinten ist dann auch noch der 312er. Und ja, würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Boah. Ey, Leute, Leute, Leute. Boah, ey, wo bin ich denn da jetzt überall? Jetzt bin ich beim Janni, ach du Scheiße. Oh Mann, war das eine Nacht, ey. Hab ich mir hinter die Binde gekippt gestern. Boah, haben die ein leckeres Bier in Göttenstedt, ey. Sag mal. Was soll denn da jetzt der Fan vom Janni, ach du Scheiße, wenn der mich sieht, ne? Ich glaube, ich laufe oben rum, dass ich da nicht. Ah. Ich laufe links am Silo vorbei. Bisschen beeilen da. Ah. Ich habe nur 3 Promille im Gesicht, glaube ich, ey. Oh. Und ein Schädel. Und der macht einen Krach da, ey. Ich sag dir jetzt mal Bescheid, soll er Ruhe geben. Ey! Ja, was ist? Ey, mach mal die Tür auf! Ja. Bist du jetzt mal ein bisschen leise? Ich will jetzt mal ein bisschen schlafen da drüben. Kannst du auf dem Ihr habt halt Beifahrersitz so schlafen? wie auf dem Beifahrersitz. Ich Ja, hab kannst du Hunger einsteigen? von eurer Kneipe da runter und hab ich einen Schädel beieinander. Also wäre schön, wenn du da Ruhe geben würdest. Nö, du kannst gleich helfen. Die Kühe müssen versorgt werden. Ja, wie? Ja, helfen! Ah, Leute, ey, hätte mir doch nicht so viel Bier schmecken lassen sollen. Ja, aber, ja. Ja, so dringend die Hilfe, oder? Ja. Ja, was brauchst du denn? Was soll ich denn machen? Ja, Fendt fahren. An kleinen. Magst du gerade Futter, oder Ja, was? klar, für meine Mischstation. Ja, gut, dann aber nur weil du es bist, Ja, ne? Helfe ich klar, dir weg, nachher ne? gibt's ja Frühstück. Ah, du bist der Beste. Gut. Boah, aber ich hoffe du, boah, erstmal das Funke der Testen. Eieieiei. Bip, Janni. Ja. Ey, du, ich wünsch dir, dass ich dir nicht in deinen LSA reinspeine, aber ich garantiere für nix. Ja. Ich hab so einen Schädel beieinander. Oh. Glaube ich dir. Was Schmeckt's denn du. Bier wenigstens hier? Ja, gut, so. Gut, habt ihr da. Wie hast das? Stauf oder so, ne? Ah, ganz fein. Guck Ganz mal auf fein. die Waage vom Wagen. Wie viel Kubik hast denn du drinne? Warte mal, kipp mal nein. So, sind wir bei 5,5. 5,5, kannst los. Ja. Langt es? Wie viele Kühe haben wir denn jetzt insgesamt? Ich habe gestern 100 gar nicht mehr. Stück. Ich habe 100 Stück, sagt er. Aber Und ich soll da reicht. rückwärts rausschieben, ja? Ja, ne, fahr ein bisschen zurück und dann fahr vorwärts hin. Soll ich Wo vor? vorwärts hin? Ja, die fahren wir hinterher. Ach so. Ja, was? Ich bin heute nicht mehr der Schnellste. Ach, darum. Ja. Erwart von einem Suffenden nicht zu viel. 3 Promille, oder? Boah. Alter, und dann gibt er mir auch noch einen Schalter. Boah. Bist selber schuld, wenn du eine Beule drin hast in der Karre, ich sag's dir. Ah, hoffentlich nicht. Boah. Ihr habt mit euren Ansässigen da aus Göttenstedt ein wenig gelabert, das sind alles recht nette. Ja, sind sie. Die geben oft Runden. Ein Zimmerer getroffen, der will das Dach neu machen drüben bei mir. Passt. Aber du willst doch, wolltest du Aber da eigentlich hat heute dich nach halt jeder Polen? als Neuer, wurde es halt immer eingeladen, verstehst du? Und ich habe noch ein paar Runden ausgegeben und du warst vernünftig, du bist ja dann frühzeitig gegangen. Ja. So, dann komm hierher. Boah, das Ding piepst auch noch, ey, beim Blinken. Alter, wie beim Schädel. Da komm her und kipp da rein, da vorne ins erste. Müsste alles reingehen und zur Not machst du es irgendwo auf dem Haufen hin. Soll ich es dir nicht lieber hinkippen? Und du.
scharfe Sniper, weil da komme ich nie hoch. Genau, passt. Dann kippst du davor. Wähl hinten aus, macht nach hinten das Ventil. So. So, dann häng du ab, dann fahr da unten das Rohr. Und dann kannst du hinten in der Rundbogenhalle, müsste der Stroheinstreuer stehen. Dann holt ihn schon mal. Stroheinstreuer, okay. Dann lasse ich hier den mal schnell da stehen, den Hänger. Mhm. Ja, und das Rohr, und das Rohr. Ach, wir brauchen den nochmal, sagt er. Ja, klar. Ja, dann lass ihn mal schnell drehen. Ui, 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 ui. Oh, der eine Katz, ey. Ein Peter Wieb. Mensch, ich bin noch so besoffen. Kannst oder häng hinten den Johnny ab und mach den dann Stroheinstreuer, wenn du den fahren willst. Ich fahr heute, Ach, der hat Automatik, ne? Ja, bis jetzt geht's. So, und ich drück mal gerade. Uiuiui. Wenn die Kupplung dann auch im Arsch ist, ich weiß nicht, ne? Ja. So, jetzt aber rückwärts ran da. So, das passt. Ich hol drüben schon mal zwei Ballen. Na, jetzt verzieht er da auch noch. Mensch, das Kind, ey. Wo hab ich denn eben meine... Ach, da nehme ich... Wo hab ich denn eben meine Koppel hingestellt? So, jetzt lasse ich den da mal stehen. Oder steht die drüben? Und dein Balleneinstreuer, ist im Stall. Im Stall? Oder wo steht der? Hinten in den Rundbogenhalm. Warte, bleib da stehen. Ich suche nicht, dass du da oder nach umsonst nach da hinten fährst. Ich renn mal schnell. Ich schau mal links in den Stall. So. Boah, ey. Ne, da steht nix. Hier hinten steht, da ist am Johnny dran, ich holen. Ich hab mal geholt. Ach, hängt schon am Johnny. Ja, hängt da. Gut. Ich komm. So, Tür auf. Ich wollte ja Tür auf, erst auf, Mann, egal. Leute. Was ist denn das heute für ein Tag? Ja. Kann schon nix dran. Ich wollte heute schon noch nach Polen heute Mittag, aber... Hörst du mich übers Funkgerät? Ich bin im Kanal drin. Bibi. Ja. Kannst du mich verstehen? Klar und deutlich. Enki, hallo? Verstehst du mich? Jawohl. Ich höre dich nicht. Warte mal, ich wechsle mal Kanal. Ja. Hörst du mich jetzt? Ja, ich hab dich gerade schon gehört. Hörst du mich? Ja, jetzt passt. Jetzt so. Mein Gott, ey. Das ist in der heutigen Früh. Dem Schädel. Ah, ich steig mal aus. Jetzt komm du mit dem Fend und Frontlader hinterher. Und da vorne steht die Gabel. Oder nee, nimm du einen Johnny und ich nehm. Okay. Dann mach ich dir. Dann zwick ich dir zwei Ballen rein. Ja. So, ich würde mich lieber ins Bett reinzwicken, verstehst? Kanal wechseln. So, jetzt müsstest du mich hier auch verstehen. Janni, hörst du mich? Ja. Sehr gut. Sag mal du was. Was? Ja, passt alles. Ja, passt. Verstehst alles du gut. Mich? Gut. Was? Ja, blendst du mir hinten rein. Fährst du? Warte mal, da kommt was. Sieht nicht schlecht aus. Ist der Johnny neu? Ja. Der riecht noch neu. Ja, einigermaßen. Fahr dann vor die Strohballen. Vor die Strohballen, okay. Leute, ey. Mir platzt der Schädel. Finger weg vom Alkohol, ich sag's euch, wie es ist, ne?
So, genau davor. Dann stell da vor die Halle hin. Leck. Oder bleib da stehen, genau. Bleib da so stehen. Ist gut. Bleib stehen. Passt so. Mhm. Oder. Was soll ich denn nehmen? Ja, dann nehme ich hier die drei. Soll ich hier die Klappe aufmachen? Nö, ne, brauchst du nicht. Der ist ja breit. Da kann ich ja drei reinmachen. Drei übereinander reinzwicken. So. Riesenteil. Warte mal, ich steig mal aus und weiß dich ein, gell? Machst mal deine Tür auf. Oder dein Fenster. Ja, hab ich schon auf. So. Bisschen vor. So, wegen schieben, jawohl. So, zack. Sauber. Heben auf, jawohl. Warte mal. Hector kommt ja nachher auch noch, der fährt dann mit mir die Gülle, ne? Der Hector kommt auch noch? Mm, der fährt dann die Gülle, dann kannst du noch polen. Ah, muss ich dem Hector auch mal ja Danke sagen dann. Ja. So, Jani, noch ein bisschen runter, jawohl, so ist gut. Das ist praktisch solche einklappbaren Spiegel, ne? Mm, nach hinten, wegziehen. Ja. So. Ja. Kannst so lassen, ist wunderbar. Ja, das war vorher noch schön. Den Rest macht die Walze, denke ich, ne? Die Fräse. Ah, die zieh den schon rein. Oh, ja. Komm, geht schon. Warte, ich schieb den hier noch ein bisschen. Ja, komm. So, kann's los. So. Von welcher Seite streust du immer ein beim Stall? Fahr jetzt von der Straße aus reinfahren. Dann rein, das müsste klappen eigentlich. Ja. Da müsste irgendwo der Trigger sein. Kommst du? Ich schaff's, ja. Passt. Alter. Puh. Hacke voll, hä? Ey, ich hab bestimmt noch 3 Promille. Oh, du hast einen verloren. Oh Gott. Ey. Egal, bleib stehen, fahr weiter. Ich hol'n. Oh. Fahr du rein, ich hol den Ballen. Wo geht's zum Stall links? Ja, von dir links und dann vorne gleich rechts dann rein. Das sollte halt zu viel von mir erwarten, ey. Ich weiß nicht mal, wie ich heiß, Mensch. Wie heißt du nochmal? Benki, glaube ich. Kann sein. Ich war fast in voller Droh. Eieieiei, das ist doch heute wieder. Darf ich schon abladen? Ja, wenn der Trigger da steht. Warte mal. Wenn's passt, lad ab. Alter, es ist ein geiles Teil. Kostet es denn viel, so ein Ding? Ja, ordentlich. Aber der hat ja eine Power. Alter, und schon einen Ballen weg. Oh, das sieht aber gut aus. Haust du mir den letzten noch rein? Ich fahre ein wenig raus, dann kannst du mich wieder aufladen, ne? Ja, fahr vor, vorne lade ich den auf, dann drückst du zurück. Ja. Und dann fährst du immer nochmal rum. Ja, weil der Auswurf geht nur in die eine Richtung. Mhm. Ist ja nicht schwenkbar, ne. So. Drückst mal ein wenig, danke. So. Weil wie ich merke, du bist topfit, ne? Wie topfit? Warte, ja. Ich steig jetzt mal aus dem Schlepper, wir können nicht. Jetzt wird schnell. Okay. So. Gucken wir mal, wie er das macht. Oh, er muss aber gleich auch weg. Boah. So. Na komm, Abfahrt zu. So, passt alles schön. Ja, läuft. Passt. Sauber, so, dann stell den wieder hinten rein, den ganzen Johnny. Hinten zum... Oh, okay. Wieder da rein, brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Mietzi. Ach Gottchen. So, dann würde ich mal sagen, guck ich mal nach dem Fendt. Hier mal alles. Boah, ich brauche jetzt dann ein Frühstück, brauche einen Kaffee. Ja, kriegst du gleich.
einen gescheiten Wuchssemmel. Noch ein Stück. So, und dann wieder fast drauf. Lass den jetzt erstmal grob so stehen. Pass. So, kommst du nach hier vorne? Gleich gibt's Frühstück. Ja. Wenn ich abgekippt hab. Da kann ich schnell rennen, wenn es Frühstück gibt. Ah. So. Ja, was schon, die Kühe dürfen da essen, ne? Die haben mein Leben, ey. So. Auch schon alle wach. Dann stelle ich die noch schön an die Seite. Ah, noch nicht ganz. Ah, ein bisschen zu schnell. Und zurück. Alter Verwalter, ey. Musst du dann... Achso, der hört mich nicht. Was macht er denn jetzt? Eieiei. Jetzt wieder über den Hof querlatscht, ne? Und die zweite Mischung für... Mittag. Also für heute Abend, besser gesagt, so 14, 13 Uhr, so 15 Uhr gibt's ja dann die nächste nachher. 10 Stunden. So, Jani, aber ich würde sagen. Nö, wir essen noch und dann machen wir Schluss. Alles klar. So. Wir haben es jetzt so weiter. So, jetzt gibt's erstmal schön Brötchen mit Gehackte. Und Kaffee für dich. Richtiges Kaderfrühstück, das ist jetzt perfekt. Männerfrühstück. Jawohl. Runkenwurst. Wer macht denn halt das Frühstück? Luisa macht das. Luisa wieder. Ja, das gut, ist eine Liebe. Dann, das Mittagessen war auch gut. Ja, dann lass mal mampfen, ne? Aber wir sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis denn, hat Spaß gemacht. Ciao. In die Videobeschreibung, man sieht